macht noch, das ist gut. Daniel, turbulentes Spiel. Ihr habt richtig gut begonnen, mit 2:0 dann schnell in Führung gegangen, habt dann aber die Führung, also habt dann nachgelassen, meiner Ansicht nach, und habt dann die Führung langsam verspielt, zum Schluss aufgedreht und das Unentschieden gerettet. Ja, wie hast du das Spiel gesehen? Wie bewertest du die Leistung und bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Absolut, also ich denke, es war wirklich ein sehr intensives Spiel. Es hat unheimlich Spaß gemacht, gegen guten Gegner zu spielen. Und am Ende des Tages bin ich wirklich zufrieden. Ich glaube, wir haben gegen Ende die Leistung gezeigt, die ich mir vorgestellt habe. Haben wir natürlich über den gesamten Spielverlauf ein paar Minuten gehabt, wo wir sicher nicht gut gespielt haben. Trotzdem denke ich, ich kann gut mit dem Punkt leben, mit einer guten Leistung, und darauf lässt sich aufbauen für nächste Woche. Du spielst ja aktiv mit, wie man sieht, auch zufrieden mit der eigenen Leistung? Ich denke, ja, ich geht sicher immer besser. Ich glaube, dass wir uns alle steigern können, ich auch. Ich hatte nicht damit gerechnet, wir hatten Ausfälle zu verkraften, weshalb ich mich dann gezwungenermaßen in der Richtung gesehen habe, nochmal anzufangen. Und mir macht es unheimlich Spaß, mit der Mannschaft zu spielen, und fühle mich sehr wohl, fühle mich im Moment auch fit und denke, es geht besser. Für den Moment bin ich aber auch zufrieden damit. Wie war die Wintervorbereitung? Wir hatten ja einen guten Platz, wir haben immer einen guten Platz. Wir konnten regelmäßig trainieren, haben zweimal die Woche trainiert, hatten viele Einheiten im Fitnessstudio, hatten jede Woche ein bis zwei Vorbereitungsspiele, die wir immer sehr gut gestalten konnten. Deshalb bin ich auch zufrieden mit der Vorbereitung. Es lief gut. Wir haben immer gute Bedingungen hier, und ja, da bin ich sehr dankbar dafür. Ich habe vorhin mit eurem Abteilungsleiter gesprochen. Der hat gemeint, ihr habt euch am Anfang so das Ziel gesetzt, oben mitzuspielen. Was jetzt durch ein paar blöd verlorene Spiele jetzt eher nicht erreicht wurde. Was habt ihr euch jetzt für die Rückrunde für Ziele gesetzt? Wir haben uns für die Rückrunde als ganz klares Ziel gesetzt, Spaß zu haben, Dinge umzusetzen, wie dieses flache, kurze Passspiel, und eben dadurch einen Prozess durchzumachen, der uns erlaubt, am Ende vom Spiel und am Ende von der Rückrunde zufrieden mit uns zu sein. Das ist unser vorrangiges Ziel. Wir sind nicht zwingend auf der Jagd nach Punkten. Wir schauen, was geht, versuchen aber Spaß im Fußball zu haben. Der Abteilungsleiter hat auch gemeint, dass sie dich gerne halten würden, aber bei dir ist es noch unsicher. Du bist Student, schreibst an deiner Masterarbeit. Was meinst du? Wie sieht deine Zukunft aus, auch in Bezug auf KIT SC? Ich bin sehr gerne hier. Er hat schon recht, der Phil, dass ich im Moment noch nicht sagen kann, wo es hingeht. Ich schreibe Bewerbungen im Moment, und je nachdem, wie es halt läuft, würde ich auch gerne hier bleiben. Euer nächster Gegner, PSK Karlsruhe. Wie werdet ihr versuchen, euch auf das Spiel einzustellen und diesen Gegner zu schlagen? Wir werden versuchen, unser konsequentes Ballbesitzspiel durchzuziehen. Wir werden versuchen, so zu Chancen zu kommen. Und eben durch das Vertrauen in unsere Fähigkeiten werden wir weiterhin Erfolg haben. Da bin ich mir absolut sicher. Daniel, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Danke auch.